Ja, oder? Okay, da kannst du ja ausschneiden, so, ne? Ja, warte, muss ich ja ordentlich aussehen. Das ist nicht verarschen. Hier liegt nichts auf dem Tisch. Okay. Aber keiner darf ja gucken, ne? Nee, naja. Also keiner kann die Beine dürfen schmeißen. Nee, wir zeigen erstmal und dann gucken wir, was wir gezeigt haben. Ja, aber wir sehen das doch. Nee, das sieht man nicht. Wenn du so hier machst, siehst du nicht, was ich gelegt habe? Nein, man sieht, nicht. Ja, man muss ganz schnell machen. Okay, warte, ich setze. Hier, warte, ich muss richtig schalten. Tisch, das Sofa rutscht, oder? Ja, das. Okay, los, mach. Ja? Sag hallo, mach deine Mutter. Ja, okay. Hallo meine süßen Honeymoons, wir machen heute die Challenge Wer würde er mit der lieben Kybra und mit der lieben Aber. Für, ja, Abir. Aber, ich habe auch nicht dann. Ja, okay, und ich muss es eigentlich erklären, also doch, ich bin doch für uns. Ja, das Spiel funktioniert so, wer würde halt eher, und wenn man dann denkt, dass Abir zum Beispiel eher nackt einkaufen gehen würde, dann zeigt man Abir halt hoch. Ne? Okay, sind die Fragen. Bestes Beispiel gewesen, oder? Mhm. Okay, wir haben hier Fragen aus dem Internet und ihr habt uns auch ein paar Fragen gestellt. Aber ihr müsst nicht ein bisschen rutschen? Also. Ja. Achso, bist du richtig drin? Nehme ich euch den ganzen Platz weg? Okay. Ja, auf drei. Eins, zwei, drei. Wer würde eher in der Wildnis überleben? Was hast du? Ich schwöre, sag, warum ich? Ich, keine Ahnung. Find du eher, du bist so Landmensch. Ja. Was, kind? Ich nicht? Ich schwöre, so, du bist manchmal du. Nein, ich nicht du. Janina würde das sogar verschlafen, wenn sie einen Tag Wildnis geben müsste. Okay, zweite Frage. Okay, nichts, warte mal. Wir sagen von mal nichts Perverses oder so ein Scheiß. Ja. Das steht hier drauf. Nein. Wer würde eher eine Woche nicht duschen? Das ist richtig scheiße. Warum ich? Ich dachte schon, da steht mein Name, ich wollte gerade ausrasten. Obwohl. Du weißt ja nicht so oft deine Haare wie ich. Ja, aber ich bin eigentlich Sammy Jonas, Mama. Die hat doch schon mal eine Woche nicht geduscht. Nächste Frage. Und die meinte, wer würde eher sechs rohe Eier essen? Eins, zwei, drei. Ich schwöre schon. Ey, ich schwöre nur, weil ich dick bin. Nein, weil du was schon mal gemacht hast. Eiern Erfahrung hast, Alter. Das war nur meine Diät. Ich glaube, wir reden durcheinander. Okay. Vierte. Wer würde eher nackt durch die Innenstadt laufen? Eins. Drei. Ja. Also ich muss da nichts dazu zu sagen, ne? Und ja, auf jeden Fall. Ich schwöre so. Wer? Hey, zeig mal rein, dann gut. Sieht man durch. Weil was? Das muss ich schon mal bücken. Okay, fünftens. Wer würde eher einmal auf Handy verzichten? Alter. Oh, eins, zwei, drei. Ich weiß es nicht. Wen hast du? Ich weiß es nicht. Nein, du, weil du ja mal dieses Experiment gemacht hast ohne dein Handy und so. Das war nur ein Tag. Nein, das war voll lange. Ich glaube, das war nur eine Woche oder so. Was? Ich weiß nicht. Okay, ich habe geschrieben, Abir, ne? Ja. Okay, wer würde sich eher eine Glatze rasieren? Eins, zwei, drei. Was hast du? Janina. Das stimmt. Obwohl, ja, du hast Kopftuch, da fällt es aber du hattest eine Glatze mal. Also, Fake-Glatze. Ja. Du bist damit rumgelaufen, also würdest du es, glaube ich, auch so tun. Mhm. Siebte Frage. Wer will später eher berühmt werden? Eins, zwei, drei. Nicht wie bitte was, ne? Jeder muss. Was hast du? Nein, ich bin. Mit meiner Pferdefresse. Du bist im Vlogger auf Snapchat und Instagram, ne? Das war Vater. Okay, wer würde eher ohne Unterwäsche rausgehen? Eins, zwei, drei. Ein Deutsches. Sagst du da, warum machst du meinen Namen? Hey. Nein, Janina, weil sie ist irgendwie komisch, so. Ich weiß nicht. Sie würde öfters mal was vergessen. Ja. Das stimmt, aber bin ich auch schon ohne Unterhose? Ja, also. Das ist letztens nach dem Sport. Okay,
Neunte Frage. Wer würde eher auf ein Konzert von Tokyo Hotel gehen? 1, 2, 3. Sure. Alles Janina, Janina, Janina. Ich, hast du Janina? Sag mal ja. Also Kübra würde ich ja eher zu trauen. Was? Ich wollte auch als mich zeigen. Ach, das habe ich dir gefragt, die auch so zu uns Mann passen. Okay. So, weißt du, das ist so scheiße. Ich weiß, jetzt ist das weggegangen. Ende der Zeit. Oh, wo waren das jetzt? Oh. Sag mal, Kübra. Ich kann gar nichts hier, ey. Immer diese älteren Leute, die nicht mit Smartphones okay klarkommen. Okay, oh, zehnte Frage. Wer würde eher mitten im Leben mitspielen? 1, 2... Direkt. Mitten im Leben, Familie, im Brennpunkt, alles. Jetzt reicht's hier aber. Ich Messi, will Messi. Abir? Achso, okay. Warum nicht Kibra? Nee, ich bin seriös. Okay, elfte Frage. Wer will sich eher die Haare grün färben? Okay, kein Grund. Weil die Kopftuch trägt, können wir leider nicht über ihre Haarfarbe reden. Aber so viel dazu. Wir verraten mal nicht so viel, ne? Ich glaube mal so. Okay, zwölfte Frage. Wer würde eher eine Woche in Regen zelten? 1, 2, 3. Ich hab sie genommen. Mich? Ich hab mich genommen. Also ich hab Kübra genommen. Ich hab dich genommen. Okay, 13. Frage. Voll die Haram-Frage. Wer würde eher bei Kick klauen? 1, 2, 3. Ja, hier hast du schon mal tausendmal geklaut. Ist schon so oft passiert bei Kick klauen. Normale Menschen gehen bei KTB klauen, sie gehen bei Kick jedes Mal. Das stimmt nicht. Ich will fragen, normale Menschen gehen bei AKTV klauen, sie gehen bei Kick klauen. 2 Euro. Was erzählt ihr da? Okay. Okay. Wer würde eher einen Marathon teilnehmen? 1, 2, 3. Keiner von uns. Kübra? Ja. Ich würde auch Kübra nehmen. Ich würde schon sagen, ich bin die sportlichste von uns. Das stimmt nicht. Doch, das stimmt ja wohl, sonst hättest du mich nicht gezeigt. Okay, nächste Frage. Du musst einfach nur so machen, wenn du das ja, ja, warte doch mal. Wer würde eher im Winter Sandalen anziehen? 1, 2, 3. Hä? Ich schwöre ab dir, weil du läufst im Schnee, im tiefsten Schnee, manchmal mit Ballerinern und so. Mann, die von Primark, wo du die für 5 Euro da so gekauft hast. Ich schwöre, nein. Billige Schuhe. Ich schwöre auf meine Mutter, nein. Ja, aber ich das waren keine Stiefel. Mein ganzes Leben habe ich nicht mal einmal Ballerina gekauft. Ja, keine Ballerina. Okay. Ich schwöre gar nicht. Ich bin wartet mal. Was ist das von dir? Diese einen Schuhe von Primark, die zu billigen. Also es waren keine Winterschuhe, so keine Ahnung. Du würdest schon. Nein. Wer würde eher ein Nutella-Brot mit Käse überbacken? 1, 2, 3. Abia, Alter. Die hat so einen komischen Geschmack in der Schule immer. So mit Thunfisch und weiß ich was. Ja. Mit Ketchup und Thunfisch und Lasagne mit Mehl. Okay. Junge. Ihn vergesst den Freund. Okay, lest du die nächste Frage vor, die 17. Frage. Okay. Wer würde eher mit Haien tauchen? 1, 2, 3. Wenn ich nur schwimmen könnte, dann ja. Was habt ihr? Ich hab Janina. Ich hab mich. Ja, ich hab mich auch genommen. Ihr könnt mich gar nicht nehmen, weil ich nicht schwimmen kann. Wer würde eher eine Woche schweigen können? Oh. Ja. Shit. 1, 2, 3. Wer hat... Hallo, zeigt euch mal. Ich bin selbst. Nein, ich habe Janina genommen, weil die ist ja immer so alleine zu Hause und dann schweigt die ja eh alleine. Jetzt reicht's ja aber. Okay, wer würde eher einen Kuchen verbrennen lassen? 1, 2, 3. Das ist klar, Abir, ich schwöre, ist so. Wer würde eher auf dem roten Teppich stolpern? Auf welchem roten Teppich? 1, 2, 3. Wenn ich mal Fame werde. Janina. Ja. Ja, das war ein Scherz. Okay, wer würde eher bei Twilight weinen? 1, 2, 3. Zeig alle. Ey, ganz sicher nicht. Ganz sicher noch. Und jetzt machen wir noch. Und jetzt noch die Fragen, die die Abonnenten gestellt haben. Die habe ich nicht auf meinem Handy. Da musst du auf YouTube gehen kurz. Achso. Ich bin Familie geworden. Dein YouTube? Ja. Oh, GZSZ. Nein, dein, dein Vaters YouTube. Mach mal, nee, du machst jetzt nicht GZSZ, guck, du machst jetzt Fenster auf.
stellt uns Fragen. Okay. Wenn ich jetzt aber. Das sind nur drei Fragen. Das sind nur drei Fragen. Mensch, seid ihr aber aktiv auf Facebook? Ist okay, auf Facebook, okay, wir machen YouTube. Mal. Noch schlimmer auf wir YouTube. Wir ehren diese letzten wir ehren diese letzten drei Leute. Also, wer würde eher was mit dem gleichen Geschlecht anfangen? Digga. I'm Muslim. Eins, zwei, drei. Sie checkt's wieder nicht. Wer würde mit demselben Geschlecht, das heißt Mädchen oder Junge, bei uns sind's Mädchen. Es ist ein Ernst. Ich kann nur einen Namen eingeben. Wie Muslims sind? Ja, wir sind heller. Ja, ja, hier vor der Kamera seid ihr Helal und im Schlafzimmer nicht. Also, wer wird... Wer würde eher mit dem Bobbycar zu McDrive fahren und von wem habt ihr das Baby geklaut? Achso, nee. Wer würde eher mit dem Bobbycar zu McDrive fahren? Eins, zwei, drei. Was ist ein Bobbycar? So ein Auto, was du da hast. Ein Auto. Ja, okay, dann nicht. Nein. Ja. Okay. Okay. Und die dritte möchte gern Frage, da steht nur Arabisch, haha. Wir dachten wenigstens noch eine dritte Frage, aber nicht. Haha? Was Arabisch? Viel. Da steht nur Arabisch, haha. Keine Ahnung, wegen den Liedern wahrscheinlich, die jetzt bei mir Livestream. Ach so, okay. Ja, Leute, das war's. Ja, das war's in unserem Video. Wir müssen jetzt. Ich finde, dieses Video war nicht so gut. Ja, weil du mitgemacht hast. Die Fragen hast. Waren komisch. Wir müssen jetzt noch. Hallo! Lass mal hallo, ein neues Video. Lass mal ein neues Video sehen, mit richtigen Fragen. Lass uns Thumbnail machen. Das Thumbnail. Thumbnail, das was ich dann einstelle, wo man das Video anzeigt. Zeig du mal Abi hoch. Okay, warte, nein, ich zeig dir zu. Kommst du ein bisschen näher zu mir? Okay, nein, nein. Okay, ein neues Video am Start. Lass mal abmoderieren. Du siehst voll aus wie Masse, ich schwöre wirklich. Lass mal ein neues Video machen. Bitte nein, du zeigst jetzt ein Foto von Masud und die Leute wissen ganz sicher, ich sehe nicht aus wie der, Alter. Doch, du nichts gegen Masud, aber nee. Du siehst aus dein Vater sieht aus wie Masud. Nee, garantiert ich nicht. Ich sehe aus wie Angelina Jolie. Ja, es war unser Video. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Dann zum nächsten Mal. Alter, das Handy kostet sehr viel. Scheiße.